Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Mal werde ich euch anhand ein paar Szenen erklären, wer denn der Stärkste in ganz One Piece ist. Dabei zähle ich selbstverständlich auch die Toten mit. Was denkt ihr denn? Wer ist der stärkste Charakter in ganz One Piece? Ist es vielleicht Sakatsuki? Oder war es Ace? Vielleicht sogar der schwarze Clown von Buggy, der dann weiß gemacht wurde? Okay, wie ihr wisst, war es keiner davon. Viele von euch denken jetzt, ja, ist natürlich Roger. Das ist ja klar. Der Piratenkönig ist nun mal der Piratenkönig und somit der Stärkste. Allerdings ist das falsch. Die Stärksten sind Whitebeard, Roger und Shiki. Und jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Hater mit, ey, du hast doch gar keine Ahnung, bla 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 bla. Naja, ich habe allerdings Fakten, die dies belegen, aber dies der Reihe nach. Kommen wir erst einmal zu dem, wo man sich wirklich denkt, what the fuck, warum der? Shiki. Um Shiki vor 20 Jahren zu besiegen, mussten Garp und Sengok ihre Kräfte vereinen und trotz der vereinten Kräften wurde der Vizeadmiral, also sehr wahrscheinlich Garp, so stark verletzt, dass er weggetragen werden musste, sofort behandelt werden musste und er wahrscheinlich nicht mehr mit eigener Kraft weggehen konnte, also zu der Zeit nach dem Kampf direkt, und deswegen musste er weggetragen werden und sofort behandelt. Ja. Außerdem musste selbst Roger durch die 50 Kapitänsarmada von Shiki, und Shiki natürlich selbst, fast eine Niederlage einstecken. Also wäre der große Sturm nicht gewesen, der die Hälfte von Shikis Schiffen zerstört hat und ihn selber fast getötet hat, dann wäre es ganz schlecht für Roger ausgegangen. Außerdem steht im One Piece Databook Blue Deep, dass er mit dem Piratenkönig gleich auf ist, also man ihn mit ihm messen konnte. Der Film Strong World ist zwar ein verdammt guter Film, allerdings ist nur das Kapitel 0 von Oda und der ganze Film gehört nicht zur Main Story und hat da nichts was mit Stärke zu tun. Außerdem ist Kapitel 0 auch kein Teil der Main Story, eher eine Geschichte von früher, wie es damals so abging etc. Was sie dann auch direkt als Werbung für den Film Strong World genutzt haben. Kommen wir nun zum zweiten der drei Stärksten, Whitebeard. Whitebeard wurde ebenfalls im Databook Blue als gleich stark mit Roger betitelt und Buggy bestätigt dies noch einmal. Aber warum wurde er dann erst nach dem Ableben von Roger zu dem Stärksten, den es gibt? Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn es zwei Leute gibt, die gleich stark sind, naja okay, da waren es ja drei, aber Shiki gehört halt nicht zur Main Story, deswegen wird er auch nicht in der Main Story erwähnt, nur in der Vergangenheit. Aber naja. Also, wenn es zwei Leute gibt, die gleich stark sind, wie soll es dann den Stärksten geben? Man kann den Titel des Stärksten ja nicht zwei Personen gleichzeitig geben. Dann wären es ja die Stärksten, nicht der Stärkste. Und Whitebeard wurde zu dem Stärksten. Und das geht nur alleine und wenn sie gleich stark sind, dann kriegt natürlich keiner von beiden den Titel. Und nun, last but not least, kommen wir zu Roger. Er ist der Piratenkönig und war mit Shiki und Whitebeard gleich stark. Natürlich werden jetzt die Experten kommen, die denken, dass hier Garp und Sengok fehlen, aber lasst mich auch das kurz aus der Welt schaffen. Garp und Sengok haben nur im Kampf zu zweit gegen Shiki gewinnen können. Und dabei hat sich Garp anscheinend sehr schwer verletzt. Auch gingen sie nur zu zweit los, um Roger zu jagen. Sie waren nie alleine, um Roger oder Shiki zu schnappen. Wie ihr hier sehen könnt, haben Sengok und Garp zusammen gegen Roger gekämpft. Nie alleine. Vor über 20 Jahren wurde der Name dieses Marinesoldaten weltweit zur Legende, als er zusammen mit Sengok gegen den Piratenkönig Gold D. Roger kämpfte. Dasselbe kann man auch im Databook Deep Blue nachlesen. Der Held der Marine, der den Beinamen Die Faust trägt, jagte gemeinsam mit Sengok unermüdlich dem Piratenkönig Roger hinterher. Natürlich werden manche selbst das nicht überzeugen. Why ever? Aber naja. Und wollen dann natürlich nochmal auf Rogers Worte in Impeldown zurückgreifen. Wo Roger sagte, wir haben uns gegenseitig fast umgebracht. Mit gegenseitig kann man auch ein 2 gegen 1 meinen. Roger gegen Garp und Sengok haben sich gegenseitig fast umgebracht. Das muss ich jetzt nicht direkt auf Garp beziehen, nur weil Roger das zu Garp sagt. Und die Worte von Buggy darf man doch wohl Vertrauen schenken. Ja, und oder, aber der zählt ja wohl nicht so richtig. Ja. So Freunde, das war es dann mal wieder von mir. Nun wisst ihr ja Bescheid. Whitebeard ist gleich mit Roger ist gleich mit Shiki. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.